Leute, 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 ich bin Nina Rüde. Kommen wir nun zu unserem heutigen Gast. Vor 30 Jahren hatte er ein Bett im Kornfeld und auch heute sticht ihn noch der Hafer. Hier ist Jürgen Drews. Sie ist toll. Lass dich küssen. Komm her. Wenn du weiter so machst, gebe ich dir noch einen Zungenkuss. Ja. Sie ist toll. Herr Drews, leidenschaftliche Erscheinung, stürmischer Auftritt, provokantes Benehmen, plumpe Anmache, geiles Gegrapsche und starker Mundgeruch. Ja, weißt du, Nina, so bin ich einfach, ja? Immer geradeaus, immer straight, nicht lange reden, gleich zum Punkt kommen, ja? Und hey, die meisten Frauen tun alles, um mich einmal küssen zu können. Verzeihung, Herr Drews. Ist schon okay, Nina. Ist was, okay. Was wir da vorhin gehört haben, das... Ja, wie machen Sie das nur, Herr Drews? Schon wieder ein Hit und das nach nur 30 Jahren. Ich merke es alle gut drauf. Ja, das ist ganz richtig, Nina. Mein neuer Megaschlager ist das. Weißt du, wir machen mal Folgendes. Also, wir singen mal zusammen. Das wäre eine gute Idee, glaube ich, oder? Also, pass auf. Ich fange an, ich singe. Wieder! Und du singst. Wow! Ja, okay. Wieder! Das war gut, Nina. Das war vielleicht ein bisschen steif, weißt du, aber ganz im Vertrauen, ich hab's ja steif lieber als zu schlapp, ja. Das ist ein guter Spruch, ich muss mir merken, den merke ich mir. Hast du was zu schreiben? Ich merke ihn mir, komm, das merke ich mir für meine Sendung. Das ist ein sehr guter Spruch. Oh ja, ich verstehe, Herr Drews, ein Witz, Scherz, Jux, Gag, Klamauk, Schabernack, Karlauer, eine Neckerei, Zote, mittelmäßige Pointe, eine Anzüglichkeit. Ja klar, Nina, aber eigentlich habe ich ja lieber Auszüglichkeit. Der war gut. Okay, Jürgen ist halt tierisch gut drauf. Das merkt er, ja? Tierisch gut drauf. Das merke ich mir für meine Sendung unbedingt. Oh, das ist ein sehr gutes Stichwort. Da sind wir bei Ihrer neuen Fernsehshow. Ein ja. Comeback, eine Wiederauferstehung, eine zweite Karriere, ein Meilenstein in der Fernsehgeschichte, eine Strip-Show. Wie heißt denn die Sendung? Strip. Originell und leicht zu merken. Und die kommt einmal die Woche, nicht wahr? Ja, Nina, das ist genau wie meine Frau. Ich komme täglich und sie kommt nur einmal die Woche. Mann, das war gut. Gott, bin ich gut! Ich bin gut! Ja, ich bin gut! Gott, ich bin gut, ja! In meiner Sendung, ja, gibt's alles, was heiß macht. Nackte Boys und Girls, mich, meine Frau Ramona, mich und ich bin auch noch dabei. Und worum geht es ganz genau bei Strip? Also es geht um alles, was Spaß macht. Ja, nackte Körper, tanzen im Scheibenwerferlicht, die keine Daten müssen, Fragen beantworten. Und der Moderator ist ein jugendlicher Traumtyp, dem die Frauen zu Füßen liegen. Moment. Falsche Informationen, schlechte Vorbereitung, miese Recherche. Ich dachte nämlich, Sie seien der Moderator. Das bin ich doch. Nina, das wird jetzt, hört ihr mal ein bisschen weg hier. Hört ihr mal weg, wenn wir so ein bisschen tete-a-tete sind, ja? Also, ich bin der Moderator dieser Show und in dieser Show, Nina, müssen die Menschen ganz, ganz schwierige Fragen beantworten. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wo befindet sich der G-Punkt? Das wüsste ich auch gerne. Nina, ich kann es dir sagen, es ist ganz einfach. Der G-Punkt befindet sich zwischen dem F-Punkt und dem H-Punkt. Immer Weltklasse, oder? Kannst du Weltklasse. Super, kannst du auch einen Witz, Nina, kommen? Kein Problem. Warum gehen Frauen so gerne zu Obi?
Na, weil es da Bohrer, Stecker und Latten gibt. Und das verbindet man ja mit Sex. Und deswegen ist es wahnsinnig komisch. Ja. Sie sehen, auch ich. Das war ein guter Versuch. Sie ist gut. Bin ja doch ein recht witziger Typ. Sie gefällt. Herr Drews, ich würde Ihnen doch noch eine etwas heikle Frage stellen wollen. Am Schluss. Ist es denn wirklich wahr, dass Sie sich haben liften lassen? Und zwar nicht nur im Gesicht, sondern auch am Hinterteil? Aber na klar, Nina, das stand doch in der Zeitung, ja? Und ich sag das jetzt mal für alle, ja, für euch zu Hause, ja? Wenn der Mensch 4 Backen hat, warum soll er sich dann nur 2 liften lassen? Hä? Was ihr mit eurem Gesicht macht, ja, das könntet ihr auch mit eurem Hintern machen. Hä? Das wäre übrigens auch ein guter Tipp für dich, Nina. Wie soll ich denn das jetzt bitte verstehen? Naja, Nina, ich fände dich viel erotischer, wenn du mit deinem Hintern genauso wackeln würdest wie mit deinem Kopf. Ach. Das war Leute, 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 und denken Sie daran nichts.